Ja, das sind es heute bekommen, P5. Sieht ganz gut aus, ziemlich groß, 5 Zoll Display. Ladegerät, USB, Kabel, Bedienungsanweisung, Deutsch, Kopfhörer, alles dabei. Hier ein paar Angaben noch dazu. Habt ihr schon mal aufgeladen? Ich glaube, irgendwas mit 4, 5 Stunden. Beide Karten sind drin. Eine O2, eine D1. Das Schöne dabei ist, man kann eine Nummer auswählen, also man wählt quasi und man kann sich entscheiden, ob man die erste Karte nimmt oder die zweite Karte. Das finde ich ganz gut, das bei diesem Telefon. Hier nochmal das gleiche mit einer zweiten Karte. Ja, Rufaufbau funktioniert. Videoanruf, Sprachanruf, kannst du alles einstellen. Wahlwiederholung, ganze Telefonbuch. Ja, alles, was man aus den anderen Telefonen auch kennt. Musik, also Sprachqualität und Mucke ist ganz gut. Ja, bei den neuen Browser funktioniert das ganz gut, also mit den Fenstern finde ich ganz gut. Seitennavigation, dass man sich dann verschiedene Seiten zum Beispiel abspeichern kann. Ja, unter Einstellung habt ihr die SIM-Verwaltung, dann kann man alles einstellen, ob man einen Sprachanruf über Anbieter 1 macht oder Videoanruf Anbieter 2 oder Internet zum Beispiel mit einer zweiten Karte. Verschiedene Audioprofile kann man auch selber welche einstellen, konfigurieren. Speicher ist 4 GB, RAM 1 GB und man kann da glaube ich bis 32 GB erweitern. Was ich gut finde, natürlich, dass keine Apps vorinstalliert sind, wie bei den allen anderen Telefonen, kann man natürlich also eigene Apps da so draufpacken und hat das Telefon hier so zugemüllt.
Ja, vor allem Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz. Ist ja schon nicht schlecht. Hier kann man Datenverbrauch genau feststellen, ob O2 oder D1 zum Beispiel. Oder bei dem einen ausschalten, bei dem anderen einschalten und dann sagen, also bis zum Beispiel 450 soll er mich warnen. Ab 500 MB soll er zum Beispiel abschalten. Wetter ab. Hintergrund natürlich, also wie bei jedem anderen Handy auch. Also was ähnliches wie Task Manager, würde ich sagen. Ja, die Apps, die ja schon drauf sind, ne? Kamera soll angeblich 12 Megabyte gut sein, ja, die vordere, glaube ich, 3 MB ist irgendwie Megapixel, Entschuldigung. Kann ich mir nicht vorstellen, dass 12 Megapixel so ein Handy rausbringen kann, aber ja gut, Bilder sind auf jeden Fall okay. Vorne reicht vollkommen aus für Videoanrufe und hinten die Qualität der Bilder sieht schon mal ganz gut aus. Vor allen Dingen HDR kann man noch einstellen. Ja, bei Widgets. Sicherlich kommen noch welche dazu, wenn man eigene Apps installiert. Das ist auch ganz gut, da kann man nachschauen, also was man als letztes gemacht hat oder wo man genau war. Videoqualität ist sehr gut, auch die Musik. Ja, der Lautsprecher befindet sich auf der Rückseite, ist aber sehr gut, finde ich, wie das Handy. Ja, 5 Zoll ist natürlich also ziemlich groß, also man kann das schön seitlich oder so auch vorne bedienen, also ist genug Platz für alle Apps oder so. Man kann auch normale Seiten aufmachen und sieht ganz gut, nicht nur die mobile Ansicht. Das ist sehr praktisch, gerade für Filme zum Beispiel, also wenn man irgendwie Filme anschauen möchte oder so oder irgendwelche anderen Webseiten, die noch keinen mobilen Zugang haben. Ja, das finde ich schon sehr, sehr gut. Ja, hier nochmal mein altes HTC Desire im Vergleich. Ich finde, das Telefon ist genauso groß, also wie das Display von dem Sinus, die 5. Ja, und mein altes Nokia. Ja, hier könnt ihr das genau ein bisschen besser sehen. Ja, leider sieht man das leider hier nicht so von der Seite. Schlechte Kameraeinstellung bzw. sehr dunkel hier.
Ja, die Plastikabdeckung sieht ein bisschen schwer ab. Man muss ein bisschen fummeln, finde ich. Aber wenn man das aufgekriegt hat, dann kann man direkt dann die beiden Karten sehen. Plus Speichererweiterung bis zu 32 GB.